16. Oktober 1852 wurde die Gesellschaft Harmonie gegründet. Dieser Verein setzte es sich zum Ziel, für Unterhaltung für vor kurzem eingewanderte Deutsche zu sorgen, die für alle Beteiligten nutzbringend ist. Dies mag heute vielleicht merkwürdig klingen, bedeutete Mitte des 19. Jahrhunderts jedoch nichts weiter, als dass der Verein seinen Mitgliedern die Möglichkeit gab, ihre gesellschaftlichen Kontakte zu erweitern. Man könnte also sagen, es handelte sich um ein LinkedIn jener Zeit. In den ersten 15 Jahren traf sich die Gesellschaft in verschiedenen Vereinslokalen, siedelte sich im Jahr 1867 jedoch in der West 42nd Street No. 45 an. An diesem Ort fanden Veranstaltungen wie Lesungen, Theateraufführungen und Bowlingabende statt. Obwohl er ursprünglich von Deutsch-Amerikanern gegründet wurde, legte der Club gewisse deutsche Charakteristika im Laufe der nächsten 30 Jahre ab. So änderte er zum Beispiel seinen Namen von Gesellschaft Harmonie in Harmony Club und die offizielle Clubsprache von Deutsch in Englisch. Zur Zeit um 1900 nahmen seine Mitglieder weitere Änderungen vor. Da das Interesse an großen gesellschaftlichen Veranstaltungen abgenommen hatte und die Grundsteuer astronomisch in die Höhe gestiegen war, verließ der Harmony Club seinen ursprünglichen Standort und übersiedelte in das Gebäude East 60th Street No. 4. Die Mitgliederzahl ging während der beiden Weltkriege zunächst drastisch zurück, da der Club mit Deutschland in Verbindung gebracht wurde und seine Mitglieder an den kriegerischen Auseinandersetzungen teilnahmen. Mithilfe taktisch kluger PR-Bemühungen, wie zum Beispiel Veranstaltungen für Mitglieder, die als Soldaten dienten, konnte der Verein jeweils wieder die Mitgliederzahlen erreichen, die vor den Kriegen bestanden hatten. Heute gibt es den Harmony Club auf der East 60th Street noch immer. Er organisiert weiterhin regelmäßige Veranstaltungen.